So, willkommen zurück zur Vorlesung Aktienrecht. Wir sind immer noch beim Thema Organe, werden uns heute aber mit dem Thema Haftung beschäftigen. Haftung ist ein besonders spannendes Thema, weil einerseits man dabei verschiedene Organkompetenzen, nämlich den Aufsichtsrat und den Vorstand, verknüpfen kann und zum anderen, weil das natürlich immer recht spektakulär ist und da wunderbare, leichte Klausurfälle rausgebildet werden können. Heute, wie gesagt, drei Teilfragen. Erstens, warum haftet man? Zweitens, Business Judgment Rule. Und drittens die Frage, wer setzt das Ganze durch? Was uns dann auch weiterleitet zum Thema Aufsichtsrat, was wir dann im Anschluss behandeln werden. Ja, wofür haftet so ein Vorstand? Nun, ein Vorstand kann sich zunächst mal strafbar machen. Da gilt ganz normal das Strafgesetzbuch. Das heißt Betrug, Untreue und Ähnliches. Bei vielen Delikten, wo es auf Sondereigenschaften ankommt, greift § 14 StGB. Das heißt, man kann da Eigenschaften der AG dem Vorstand zurechnen. Wenn also nur die AG, sagen wir mal, die Umweltverschäden geht, kann man Eigenschaften der AG dem Vorstand als Individuum zurechnen. Aktiengesetz hat ein eigenes Strafrecht. Für alle Leute, die Strafrecht lieben, 399 folgende enthalten eigene Strafnormen. Da steht dann da, mit Freiheitsstrafe wird bestraft, wer falsche Angaben macht bei der Gründung, wer falsche Angaben macht auf der Hauptversammlung und so weiter und so fort. Schließlich Insolvenzordnung. Wichtigster Fall ist da 15a Absatz 4, Insolvenzverschleppung. Wer keinen Insolvenzantrag stellt, obwohl die Gesellschaft überschuldet ist oder zahlungsunfähig, macht sich strafbar. Das ist ein echtes Sonderdelikt. Das heißt, es kann nur von Vorständen begangen werden. Normalmenschen müssen keinen Insolvenzantrag stellen. Und dann Handelsgesetzbuch. Wenn Sie Ihren Jahresabschluss nicht richtig machen oder gar keinen einreichen, ist das auch möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit oder, wenn Sie falsche Angaben machen, auch eine Straftat. Und schließlich haben wir auch im Kapitalmarktrecht Straftaten. Wenn Sie falsche Ad-hoc-Mitteilungen machen oder Marktmanipulationen durchführen, können Sie dafür ins Gefängnis kommen. Auch da ist die eigentliche Meldungspflicht zwar eine Pflicht der Gesellschaft, aber über 14 StGB wird die Pflicht der Gesellschaft dem Vorstand zugerechnet und damit kann dann auch der Vorstand ins Gefängnis kommen. Die Gesellschaft haftet analog § 31 BGB für alle Delikte, die der Vorstand begeht. Das sollte Sie nicht verblüffen, das kennen Sie alle aus dem BGB-AT mit dem Verein, das kennen Sie aus dem GmbH-Recht und aus dem Personengesellschaftsrecht. Spiegelbildlich kann die AG dann aber im Innenverhältnis Regress nehmen beim Vorstand für den Schadensersatz, den sie leisten muss. Das kann manchmal zu Ungerechtigkeiten führen. Das typische Beispiel ist das Kartellrecht, wo ein Bußgeld sowohl verhängt wird gegen die Gesellschaft als auch ein Bußgeld gegen den Vorstand und in der Theorie die Gesellschaft sich ihr Bußgeld beim Vorstand auch wiederholen könnte, sodass der Vorstand im Endeffekt zweimal ein Bußgeld zahlt, nämlich sein eigenes und das Bußgeld der Gesellschaft, was viel höher ist, weil es am Umsatz berechnet wird. Die herrschende Meinung sagt deshalb, dass für solche Fälle ein Regress ausgeschlossen ist. Das heißt, obwohl der Vorstand selber gegen das Gesetz verstoßen hat, bleibt der Schaden bei der Aktiengesellschaft hängen und die kann keinen Regress nehmen, weil sonst der Vorstand doppelt bestraft würde und das darf nicht sein. Nie bis in idem. Wichtigste Anspruchsgrundlage für die Haftung des Vorstandes ist aber § 93 und da ist die Anspruchsgrundlage der 93 Absatz 2. Das ist etwas ungewohnt, man denkt immer, der Anspruch würde im ersten Absatz stehen, hier taucht er erst im zweiten auf. Der Grund dafür ist, dass Absatz 1 zwar eine Sorgfaltspflicht statuiert in 93 Absatz 1 Satz 1, aber daran keine Rechtsfolge knüpft. 93 1.2 ist die Norm, die die Rechtsfolge angibt. 93 Absatz 2 prüfen Sie aber erst dann, wenn Sie nicht bereits einen Fall von 93 Absatz 3 hatten. Sie erinnern sich ganz düster, wir hatten schon mal einen Fall, wo es um 93 Absatz 3 Nummer 1 ging. Der ist dann ein Sonderfall, dann brauchen Sie auf die Generalklausel nicht zurückzugreifen. Genauso wie wir letzte Woche einen Fall hatten, wo wir einen Fall von 116 Satz 3 hatten, wo Sie dann auch nicht auf die Generalklausel des 93 2 zurückgreifen müssen,
Das heißt, das Speziellere prüfen Sie immer zuerst und nur wenn das nicht eingreift, ist das ein Problem. Ja, wo ist die Beweislast geregelt? Die Beweislast aus dem BGB kennen Sie alle. Da ist es so, die Pflichtverletzung muss bewiesen werden vom Geschädigten. Das Vertreten müssen muss beweisen der Schädiger, also er muss beweisen, dass er es nicht zu vertreten hat. Im Aktienrecht ist die Beweislage schwieriger. Die Gesellschaft muss nur beweisen, dass der Vorstand ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat, das heißt ein bestimmtes Tun oder Unterlassen. Und sie müssen beweisen, dass ein Schaden eingetreten ist, gerade aufgrund dieses Verhaltens und Unterlassens. Alles andere, ob eine Pflicht zu einem bestimmten Verhalten bestand, ob er das erkennen konnte und so weiter, muss das Vorstandsmitglied beweisen. Das Vorstandsmitglied muss sich also umfassend exkulpieren. Das heißt, auch die Frage, ob überhaupt eine Pflicht bestand, muss nicht bewiesen werden. Es muss nur bewiesen werden, dass ein Verhalten des Vorstands den Schadenseintritt hätte verhindern können. Das reicht. Keine Pflichtverletzung, sondern einfach nur Verhalten. Das ist eine erhebliche Beweiserleichterung gegenüber dem BGB. Können Sie auch erklären, warum man das so erleichtert hat gegenüber dem BGB? Warum muss die Gesellschaft nicht beweisen, dass der Vorstand gegen eine ganz konkrete Pflicht verstoßen hat? Die Gesellschaft hier in dem Fall der Aufsichtsrat. Das wäre eine Überlegung wert, aber nach § 90 muss der Vorstand dem Aufsichtsrat umfassend Bericht erstatten. Das heißt, es gibt im Grunde keine Geheimnisse vor dem Aufsichtsrat. Das heißt, der kann alles rauskriegen. Da liegt ja da, dass der Vorstand eben professioneller Kaufmann ist und deswegen von ihm erwartet werden kann, dass er besonders sorgfältig verhält. Und wenn er es nicht getan hat, muss er ihn beweisen. Ja, wir sagen, weil der Vorstand gerade so unabhängig handelt nach 76 und quasi die Leitung ohne Kontrolle Dritter durchführen kann, also ohne dass ihm jemand dazwischenreden kann, muss der Vorstand auch selber nach 93.1 die besondere Kompetenz aufweisen. Die anderen müssen diese Kompetenz gerade nicht haben. Das heißt, der Vorstand wird es einfacher haben, sein Verhalten zu rechtfertigen und zu sagen, das entsprach der kaufmännischen Sorgfalt, als jemand, der extern sagt, wir glauben, du hättest dir das und das machen müssen. Weil der hat ja gar keine Entscheidungsbefugnis gehabt und hinterher weiß man immer mehr. Das heißt, der Vorstand hat die bessere Gelegenheit, sich zu exkulpieren, weil er derjenige ist, der kompetent ist. Eine Problematik, die in diesem Zusammenhang immer auftritt, ist die Frage, wir haben darüber gesprochen, die meisten Vorstände sind mehrköpfig. Das heißt, sie haben 3 oder 4 oder 5 Vorstandsmitglieder und die haben Ressorts. Das heißt, der eine ist zuständig für Personal oder der eine ist zuständig für das US-amerikanische Geschäft. Oder der andere ist zuständig für Dieselfahrzeuge. Frage, können Sie auch Schadensersatz verlangen von einem Vorstand, der sagt, ich bin doch nur zuständig gewesen für das Personal und nicht zuständig für Forschung und Entwicklung von Dieselfahrzeugen? Denken Sie an VW. Bei VW gab es diesen Dieselskandal und jetzt sagt eines der Vorstandsmitglieder, ich wusste da nichts von, das war nicht meine Abteilung, ich war nur zuständig für Finanzen und nicht für Automobilbau. Da habe ich keine Ahnung von, ich bin ja kein Ingenieur. Frage, ist der da aus der Haftung raus? Man kann sagen, ist nicht mein Job. Ich bin hier Finanzvorstand und nicht Vorstand für Forschung und Entwicklung von Dieselfahrzeugen. Sagen Sie, gutes Argument, schlechtes Argument? Ja. Und deswegen Haftungsausschluss, also das hat ja noch die Kontrollfunktion, wenn die anderen Vorstandsmitglieder mithaben. Ja, in der Tat, der Vorstand teilt das auf und damit haben wir grundsätzlich erstmal Ressorts und damit eigentlich im Grundsatz erstmal selber schuld. Wer jemandem unfähiges Ressort gibt, ist halt immer noch mit in der Verantwortung. Frage, warum machen die das dann überhaupt, wenn die doch ohnehin sozusagen eine Gesamtverantwortung haben? Und dem Kollegen doch noch auf die Finger gucken müssen. Sie haben gesagt, dass untereinander immer noch diese Überwachungspflichten und Kontrollpflichten bestehen, aber eben nicht mehr ganz so tief in die Sache rein. Vielleicht haben Sie entsprechend dann auch nur für diese erste genannt.
Ja, in der Tat, die Haftung wird herabgesetzt. Ich muss sozusagen nicht mehr für jedes Detail haften, aber ich hafte immer noch für die Sachen, die sozusagen sich mir aufdrängen muss. Ich muss also sozusagen eine Mindestkontrolle ausüben. Solange ich nachweisen kann, dass ich diese Mindestkontrolle ausgeübt habe, bin ich raus. Das bringt uns zur zweiten Frage, das ist die horizontale Ebene. Der eine, der sozusagen sagt, ich bin nur für Finanzen zuständig, ist zwar nicht komplett raus, aber er kann sich damit exkulpieren, dass er gesagt hat, ich habe regelmäßig geguckt, was er gemacht hat und das, was er uns erzählt hat, war plausibel. Mehr war für mich nicht erkennbar, es gab auch keinen Anlass, da nachzuforschen. Aber was ist denn mit dem Menschen, der wirklich jetzt zuständig ist für Forschung und Entwicklung und sagt, ich habe meine Berichte gekriegt von meinen Mitarbeitern aus den Ebenen und die haben gesagt, es läuft alles super, VW-Diesel sind absolut umweltfreundlich, da kommt klarste Luft raus, die Luft ist besser als das, was vorher reingekommen ist. Das haben die mir gesagt und da habe ich gesagt, ja, super Sache. Ist der auch aus der Haftung raus? Also die horizontale Ebene, Sie müssen dem Kollegen nicht bei jedem Handgriff auf die Finger gucken, weil sonst eine Ressortarbeit nicht möglich wäre. Sie haben also eine Mindestaufsichtspflicht der Kollegen. Wie sieht es aber auf der vertikalen Ebene aus? Jetzt sind Sie in dem Segment zuständig und natürlich sitzen Sie nicht am Fließband. Es ist nicht so, dass der Vorstand da jede Schraube selber anzieht. Kann der sagen, das hat irgendjemand gemacht, ich weiß nicht wer, der hat Bosch beauftragt und die Bosch-Leute haben das so programmiert, ich habe da keine Ahnung von. Ich bin hier so weit weg von den kleinen Fuzzis da unten, die haben mir gesagt, läuft alles super, was soll ich denn mir tun? Ja, wir sagen, die Überwachungspflicht auf der vertikalen Ebene ist deutlich strenger als auf der horizontalen, weil man sagt, damit der Vorstand seine Aufgabe überhaupt wahrnehmen kann, müssen wir ja hier dem Vorstand auch eine entsprechende Überwachungsaufgabe zuweisen. Auf der horizontalen Ebene bewegt man sich unter Gleichen, das heißt, es gibt keine Weisungsmöglichkeit, das heißt, da kann man sich darauf verlassen, dass jeder unabhängig seine Pflichten wahrnimmt, außer es gibt konkrete Verdachtsmomente. Man kann also sozusagen sagen, ich prüfe den täglichen Ablauf und kann dann, wenn es schlimm wird, eingreifen. Demgegen auf der vertikalen Ebene haben wir eine ganz klare Weisungshierarchie. Deshalb sagen wir, hier muss sehr viel strenger beobachtet werden. Und es reicht nicht, dass ich mir sozusagen tägliche Berichte liefern lasse oder sowas, sondern ich muss bei konkreten Vorhaben auch konkret selber aktiv werden und individuell überwachen. Zumindest die nächsten ein, zwei Ebenen. Ich muss nicht bis zum Fließband runter jede Schraube mir angucken, aber ich muss sozusagen die Hierarchieebene nach mir konkret und persönlich überwachen. Wenn ich das nicht tue und die machen Mist, dann hafte ich, auch wenn ich selber nicht wusste, aufgrund von Fahrlässigkeit. Weil der Kaufmann nach 93.1 das gemacht hätte, wenn es sein eigenes Geld gewesen wäre, hätte er die Leute überwacht. Und insofern soll der Vorstand nicht besser gestellt werden als ein Kaufmann, der persönlich haftet. Eine andere Anspruchsgrundlage, die wir auch schon angesprochen haben, ist 117 Aktiengesetz. 117 Aktiengesetz ist im Grunde ein Fragment eines Konzernrechts, was wir nicht mehr haben. Die sagt nämlich, der Schattenvorstand, der den Vorstand manipuliert quasi und so Einfluss auf die Gesellschaft nimmt, haftet ebenfalls der Gesellschaft auf Schadensersatz. Das Bemerkenswerte am 117 ist, dass der Satz 2 auch einen unmittelbaren Anspruch der Aktionäre vorsieht. Das heißt, wir haben nicht nur einen Schadensersatzanspruch der Gesellschaft, sondern auch einen Schadensanspruch der Aktionäre gegen den Manipulator, der quasi ihnen einen Schaden zugefügt hat. Die Konkurrenzsituation ist relativ leicht zu lösen. Solange der Schaden der Aktionäre nur darin besteht, dass ihre Aktie weniger wert ist, weil das Gesellschaftsvermögen vermindert worden ist, ist der Anspruch der Aktionäre subsidiär. Das heißt, die Aktionäre müssen einen individuellen Schaden erlitten haben, etwa weil sie jetzt nicht nur bei dieser Aktie verloren haben, sondern insgesamt in ein Schattenmilieu gerutscht sind, weil der Reputationsschaden eingetreten ist, weil sie damit in ein düsteres Licht geraten sind. Solche Schäden können sie möglicherweise liquidieren. 117.2 ist in der Theorie eine eigene Anspruchsgrundlage neben dem 93. Das sehen Sie daran,
dass da steht, neben ihm haften als Gesamtschuldner die Mitglieder, wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben. Und dann kommt hier nochmal die Beweislastregel des 93.2 sicherheitshalber. Und dann kommt ausdrücklich auch nochmal die Wiederholung von 93.4. Das erklärt sich dadurch, dass der Gesetzgeber gesagt hat, das ist eine Spezialregelung zu 93. Das heißt, in der Klausur müssten Sie erst 117 prüfen, bevor Sie auf 93 kommen. Die Business Judgment Rule. Ja? In der Spezialregelung steht das auch, wenn der Vorstand oder der Aufsichtsrat seine Einflussgröße mit 117 auch für den Aufsichtsrat. Nein. Sie sehen das darin, dass Sie ja den Einfluss auf die Gesellschaft oder den Vorstand oder den Aufsichtsrat nutzen müssen. Das heißt, wenn der Vorstand es selber macht, haftet er ohnehin nach 93 wegen Selbstbegünstigung. Aber ich meine, also der Aufsichtsrat den Vorstand drängt, aber auch dann haftet er schon noch. Eben, der Aufsichtsrat, der wird dann aus seiner Organpflicht haften. Es geht sozusagen nicht um die Organpflichten. Die Organpflichten sind allein über 93 und 116 abgebildet. Hier geht es sozusagen um einen außerorganschaftlichen Einfluss. Business Judgment Rule kommt aus dem US-amerikanischen Recht. Die schlichte Aussage ist, die Gerichte werden nicht betriebswirtschaftliche Entscheidungen durchführen. Weil man sagt, der Jurist ist dazu nicht ausgebildet, zu prüfen, ob eine Entscheidung zweckmäßig war, sondern nur, ob sie rechtmäßig ist. Recht und falsch kann der Jurist unterscheiden, sinnvoll und unsinnig kann er nicht unterscheiden. Das pragmatische Argument lautet, hinterher weiß man immer mehr, hinterher wird der Jurist sagen, wie kann man bloß so blöd sein? Sie kennen die Bankenkrise und der Jurist und der Mann auf der Straße neigt dazu zu sagen, ja, wie kann man so blöd sein, in Hypotheken zu investieren, von denen man genau weiß, dass die Ausfallquote bei über 90% liegt? Die Antwort lautet, weil das alle gemacht haben, haben alle gedacht, das ist eine tolle Sache. Ja? So funktioniert Blasenbildung auf dem Kapitalmarkt. Voraussetzungen, die das Gericht stellt, sind aber, dass zumindest die Leute gutgläubig waren. Der Vorstand ist nur dann privilegiert in seiner ökonomischen Entscheidung, wenn er gutgläubig war. Und das ist nur dann der Fall, wenn er auf einer informierten Grundlage und im Interesse der Gesellschaft gehandelt hat. Diese Idee des US-amerikanischen Rechts hat sich weltweit durchgesetzt, weil auch die deutschen Gerichte haben keine Lust, solche Entscheidungen nachzuvollziehen. Und der Gesetzgeber hat, nachdem die Sache in der Rechtsprechung schon anerkannt war, das auch gesetzlich geregelt, in 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz. Die Norm ist sehr umständlich formuliert. Sie verlangt zunächst mal eine unternehmerische Entscheidung. Entscheidungen sind nur dann unternehmerisch, wenn sie ein Prognoseelement haben, und sie sind nur dann eine Entscheidung, wenn es überhaupt eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Wenn es eine gebundene Sache ist, wo Sie ohnehin nur ein legales Verhalten haben, gibt es keine Entscheidung. Also die Entscheidung, erschieße ich ihn A oder erschieße ich ihn nicht, ist keine Entscheidung im Sinne einer unternehmlichen Entscheidung, sondern da gibt es eine gebundene Pflicht. Menschen sind nicht zu erschießen. Punkt. Ja? Wenn es eine Rechtspflicht gibt, ist es keine Entscheidung. Und unternehmerisch ist eine Entscheidung nur, wenn sie auf einer Prognose beruht. Wenn Sie also eine Vorhersage treffen müssen, wie sich Sachen entwickeln. Wenn Sie das haben, dann, sagt die Norm, müssen Sie zumindest davon ausgehen dürfen, aufgrund von angemessener Information zu handeln. Bemerkenswerterweise verlangt die Regelung nicht, dass Sie angemessen informiert sind. Können Sie erklären, warum da nicht drin steht, dass Sie angemessen informiert sind? Ja, wenn die Angemessenheit ex post beurteilt würde, ich kann Ihnen sagen, auch schon vor der Bankenkrise gab es schlaue Leute, die in irgendwelchen dubiosen Blättern geschrieben haben, das sei ein Markt, der nicht funktionieren könnte und es sei alles ganz schlimm und es sei absehbar, dass das Ganze platzen würde und alles den Bach runtergehen würde. Es gab diese Beiträge. Und im Nachhinein würde man sagen, jemand, der sich gründlich informiert hätte, hätte diese Beiträge lesen müssen, weil dann hätte er gewusst, dass es schief geht. Es gab diese Stimmen, die wurden nur schlicht totgeschwiegen. Die Minderminer. Und
Die Angemessenheit soll beurteilt werden aus der Ex-ante-Perspektive. Hätte damals, aus dem damaligen Gesichtspunkt eines vernünftigen Kaufmanns, jemand diese Sachen lesen müssen, wenn da irgendwie stand in der Bäckerblume Leserbrief von Klaus Müller, das finde ich alles sehr komisch bei den Banken. Antwort: Nein. Ja? Ich kann Ihnen sagen, ich war damals bei der Hauptversammlung der IKB, da kamen dann irgendwelche Aktionärsvertreter und haben gesagt, da gab es einen Beitrag da und da und da in irgendeinem komischen Journal, das ich nie gehört hatte, und das hätte man auch lesen können, da hätte man gleich gewusst, dass den Bach runtergeht. Das hätte man lesen können, dann hätte man es auch gewusst. Nur das hat kein Mensch gelesen. Natürlich wusste es jeder vorher, aber das ist eine andere Frage. Dann, wann ist die Information angemessen? Die Angemessenheit beurteilt sich nach dem Umfang des Geschäfts. Wenn es um viel Geld geht, müssen Sie sich mehr informieren, als wenn es um wenig Geld geht. Sie beurteilt sich zudem danach, wie leicht Informationen verfügbar sind. Wenn es reicht, einmal bei Google die Frage einzugeben, dann wird das von Ihnen auf jeden Fall erwertet. Wenn Sie dagegen erstmal ein Gutachten von einer großen Wirtschaftsprüferkanzlei anfordern müssen, wird das nicht erwartet, außer es geht wirklich um eine große Investition. Also dass Sie jetzt hier, was weiß ich, mal eben Microsoft übernehmen, da sollten Sie sich gut vorher überlegen, ob das sinnvoll ist. Da kann man schon mal einen Experten einschalten. Wenn Sie dagegen überlegen, ob Sie jetzt die Kugelschreiber von Aldi oder von Lidl kaufen, das können Sie auch so entscheiden, indem Sie gucken, wie lange halten die durch eine Google-Abfrage oder was auch immer. Außerdem wird von Ihnen erwartet eine Risikoprognose. Das heißt, Sie sollen ungefähr abschätzen, wie hoch das Ausfallrisiko ist und welche Höhe es haben wird. Wenn Sie das nicht vorgenommen haben, sind Sie schon mal schlecht informiert. Schließlich dürfen Sie keine Sonderinteressen haben. Das heißt, zum Wohle der Gesellschaft. Sonderinteressen liegen dann vor, wenn Sie zum eigenen Nutzen handeln, wenn Sie sozusagen Bestechungsgelder kriegen und sagen, ich profitiere persönlich davon. Aber auch dann, wenn Sie jemand anderen begünstigen wollen und seien es nur die armen Kinder in Afrika. Ja? Es spielt keine Rolle, wen Sie begünstigen. Solange Sie nicht die Gesellschaft begünstigen, ist das ein Problem für die Business Judgment Rule. Damit kommen wir dann auch zu unserem ersten tollen Fall für heute, nämlich dem Kurierdienstfall. Die AAG betreibt einen Kurierdienst. Der alleinige Vorstand V hat im Rahmen von Marktforschung herausgefunden, dass gerade in dieser Branche die pünktliche Lieferung besonders gefragt ist. Millionen investiert in Marktforschung. Tolle Sache. Daher weist er seine Fahrer an, den Entladevorgang immer in zweiter Reihe oder im absoluten Halteverbot durchzuführen, wenn nicht in unmittelbarer Nähe ein Parkplatz frei ist. Hierdurch muss die AAG als Halterin zwar Bußgeld in Höhe von 800.000 Euro im Jahr zahlen, macht aber zusätzliche Gewinne von 1,2 Millionen Euro, die sie nicht erzielt hätte, wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten würde. 2 Jahre später zerstreitet man sich mit V, dessen Amtszeit ohnehin abgelaufen ist. Unmittelbar nach der Abberufung beschließt der Aufsichtsrat, V auf Schadensersatz in Höhe der gezahlten Bußgelder, 2 Jahre, a 800.000, sind 1,6 Millionen zu verklagen. Mit Erfolg. Was ist die Anspruchsgrundlage? Toller Fall. Der ist super. Ja. Ja. Nee, das gibt keinen Fall, es ist keine Auszahlung von Gesellschaftsvermögen oder Darlehensgewährung oder sowas, es geht nicht ums Geld, sondern der Vorwurf ist hier die Unternehmensführung sozusagen, also die, das Verhalten des Unternehmens. Ja. Dann könnte allerdings doch keiner vorliegen, wenn die Business Judgment Rule einlassen. Mhm. Dann müsste sich als erstes jemand unternehmerisch entscheiden handeln und nachdem gesagt haben, können wir hieran schon zweifeln, weil er eben die Option nicht ordentlich mal nicht gibt und deswegen ist es schon gar keine
Ja, also wir können hier erstmal sagen, es liegt schon mal ein Verhalten vor, relativ offensichtlich des Vorstandes, das auch in der Tat auf den ersten Blick mal immerhin hier 800.000 Euro pro Jahr an Bußgeldern verursacht hat. Das heißt immer eine negative Vermögensentwicklung. Aber dieses Verhalten könnte gerechtfertigt sein nach 93.1.2, wenn es die Realisierung einer Gefahr einer unternehmerischen Entscheidung ist. Die unternehmerische Entscheidung setzt voraus, dass überhaupt eine Entscheidung vorliegt. Eine Entscheidung liegt vor, setzt voraus, dass man mehrere Handlungsoptionen hat. Das heißt, die Weisung zu erteilen oder die Weisung nicht zu erteilen. Allerdings ist die Erteilung der entsprechenden Weisung hier ein evidenter Verstoß gegen das Gesetz, Anstiftung zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit. Und Sie wissen, im Ordnungswidrigkeitenrecht gilt das Einheitsprinzip, da gilt also Täter und Teilnehmer sind eh alle gleich böse. Das heißt, hier ganz klar, das geht so nicht, das ist eine Straftat. Eine Ordnungswidrigkeit, keine Straftat. Aufpassen. Frage, ist damit die Sache erledigt? Damit haftet er dann. Damit muss er jetzt die 800.000, also 1,6 Millionen zahlen. Welches Problem stellt sich dann? Sagen wir, okay, es ist keine unternehmerische Entscheidung. Nee. Ja, möglicherweise gar kein Schaden entstanden. Die haben ja immerhin hier 1,2 Millionen gemacht. Selbst wenn wir die 800.000 abziehen, haben sie jedes Jahr 400.000 Euro plus gemacht. Was sagen Sie dazu? War eine gute Sache. Gar kein Schaden für die Gesellschaft. Damit also kein Anspruch. Was sagen Sie dazu? Ist das so okay? Vorteilsanrechnung. Wir kennen das aus dem Schuldrecht, Schadensrecht. Man kann Vorteile anrechnen. Ja. Ja. Also in der Tat, wir machen eine Vorteilsanrechnung. Wir müssen also sozusagen auch die Vorteile, die ein schädigendes Ereignis verursacht hat, anrechnen lassen. Allerdings hat das Grenzen, nämlich die Grenzen der Billigkeit, dann nicht, wenn es sozusagen den Schädiger zu Unrecht entlasten würde. Frage: Entlastet das hier unseren Vorstand zu Unrecht, wenn wir sagen, hier die Vorteile berücksichtigen sie auch zu deinen Gunsten? Der Aufsichtsrat hat ja auch seinen Beitrag geleistet. Ich meine, der hat das ja 2 Jahre lang geduldet, nur weil der Vorstand jetzt aus dem Amt ist, den auf Schadensersatz zu verklagen. Also ich denke ja nicht, dass das ohne Wissen des Aufsichtsrats passiert ist und 2 Jahre lang haben sie auch nichts gesagt. Ja, was sagen Sie dazu? Wenn der Aufsichtsrat es nicht tut, ist das ein Argument, ist die Haftung ausgeschlossen, wenn der Aufsichtsrat einfach schweigt? Gucken wir mal ins Gesetz, gucken wir mal in 93 rein. Was muss passieren, um den Vorstand aus der Haftung zu entlassen? Man hätte nur gelesen in Absatz 4, Satz 2, dass der Aufsichtsrat den Schadensersatz nicht für die Handlung duldet. Also, er müsste, wenn schon vorher widersprochen haben, das war eben nicht der Fall, also könnte man sagen, sie haben trotz der Duldung immer noch das Recht an den Schadensersatz. Ja. Also, 93.4 sagt ganz klar, die Duldung alleine nützt nichts. Der Aufsichtsrat kann sozusagen das Ganze nicht genehmigen. Das Ganze kann sozusagen nur die Hauptversammlung machen. Der Aufsichtsrat kann also nicht sagen, ja, tut uns leid, haben wir letztes Jahr verpasst, jetzt sind wir raus. Der muss sozusagen immer noch geltend machen, der Anspruch besteht trotzdem. Das ist nicht das Argument. Kein Ausschluss durch schlichte Ignoranz des Aufsichtsrats. Sie können sich auch praktisch vorstellen, wenn ein neuer Aufsichtsrat gewählt würde, müsste der sowohl den Vorstand als auch den letzten Aufsichtsrat verklagen, wegen Pflichtverletzung. Das heißt, sie würden alle sozusagen haften. In der Praxis kommen solche Fälle nur deshalb nicht vor, weil der Aufsichtsrat genau weiß, er würde selber sich in die Pfanne hauen, wenn er diesen Anspruch geltend macht. Ja? Also wäre für den Aufsichtsrat sehr dumm, wenn er den Vorstand verklagt. Aber in dem Fall ist es halt so, weil der Fall halt so ist. Also das Argument ist nicht eine Billigung des Aufsichtsrates. Aber die Frage ist, ist die Vorteilsanrechnung hier ausgeschlossen, weil sie sozusagen den Vorstand zu Unrecht begünstigen würde? Das haftet ja auch die Gesellschaft, wie Sie gesehen haben, als Halter des PKW. Ja, genau, aber jetzt geht es die Gesellschaft doch eine finanzielle Frage. Genau, Gerhard. Ja, ich würde
würde mir jetzt auch selber widersprechen, und zwar zu sagen, dass es ist ja eine unzumutbare Entlastung, aber keine unzumutbare Entlastung zu Lasten der Gesellschaft, weil die Gesellschaft ja 400.000 Euro verdient hat durch die Verletzung des OWG. Mhm. STVO kann ich Ihnen genau sagen. Das OWG ist nur einfach die Rechtsfolge. Das heißt, auch bei der Vorteilsanrechnung, dass es nicht zu einer unbilligen Entlastung zu Lasten des Geschädigten. Ja. Hier wäre dann die AAG die Geschädigte, die aber nicht zugunsten derer nicht unbillig entlastet werden würde, weil sie 800.000 Euro. Ja, haben einen Gewinn gemacht, ja, tolle Sache. Die Gesellschaft freut sich und sagt, ja, wir haben Gewinn gemacht und jetzt können wir uns den Rest auch noch holen vom Vorstand. Das heißt, wir haben doppelt Gewinn gemacht. Das ist eine gute Sache. Win-win, könnte man sagen. Eigentlich gute Sache. Ja, fragen wir mal anders. Welche Gefahr besteht denn, wenn wir hier sagen, es gibt keinen Schadensanspruch? Sie als große Kenner des Strafrechts. Der Vorstand, der das ja veranlasst, nicht in der persönlichen Haftung ist und deswegen das weitermacht. Ja, das würde bedeuten, es gibt Verstöße gegen das deutsche Recht, die sich lohnen. Es lohnt sich, gegen das Gesetz zu verstoßen und dafür werden sie auch belohnt. Die Aktionäre kriegen sozusagen den Mehrgewinn und der Vorstand selber kriegt ein Gehalt, egal ob er es macht oder nicht. Das heißt, dann kommen wir zur Folgefrage, wenn ein Vorstand hier gesagt hätte, nee, machen wir nicht. Der Vorstand sagt, ich finde das nicht gut, ich finde Verkehrsregeln sind eine sinnvolle Sache, wir parken nur da, wo ein Parkplatz ist, und notfalls dreht es halt ein paar Runden. Was hätten Sie dann für ein Problem, wenn Sie Geschichte weiterdenken? Ich hätte jetzt andere Unternehmen, die sagen würden, uns ist das die STVO in der Hinsicht egal. Ja. Und würde man dem Vorstand sagen, guck mal, die machen 800.000 Euro Gewinn in 2 Jahren und wir nicht. Ja. Man könnte ihm dann gegebenenfalls auch vorwerfen, dass er nach 91.2 haftet, weil er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, ja. Also evident falsche Entscheidung, wenn die Konkurrenz jedes Jahr mehr Gewinn macht, weil sie sich nicht dran hält und sie halten sich dran, machen Verluste, was ist das für ein Depp, dieser Vorstand? Der macht ja Verluste auf unsere Kosten als Aktionäre. Unsere Dividende geht runter, weil er das macht. Und damit kommen sie relativ schnell in den Teufelskreis. Es lohnt sich, bestimmte Verstöße zu begehen, einfach deshalb, weil die Gewinne, die sie daraus ziehen, höher sind als die Verluste. Es gibt bestimmte Gebiete, wo es nicht klappt, das ist Kartellrecht, weil da halt das Bußgeld nach dem Umsatz berechnet wird. Das heißt, da wird sozusagen direkt mit abgeschöpft. Das heißt, im Kartellrecht stellt das Problem sich nicht. Es stellt sich ebenso wenig im Kapitalmarktrecht, auch da gibt es sehr hohe Bußgelder. Es stellt sich aber bei fast allen anderen Verstößen, das heißt im Datenschutzrecht, es stellt sich hier im Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht, es stellt sich möglicherweise auch bei irgendwelchen peinlichen Werbeaktionen. Sie kennen, dass man irgendwelche illegalen Poster aufstellt oder sowas, weil da die Bußgelder halt so niedrig sind, dass sie sagen, es lohnt sich das zu bezahlen, einfach um sozusagen in die Presse zu kommen. Also sie machen irgendwie ein Bild von einer nackten Frau und stellen das groß auf die Straße. Das dürfen sie in Deutschland nicht, kann ich Ihnen gleich sagen. Aber dann zahlen sie halt Bußgeld, dafür redet ganz Bonn über sie. Ja? Also das funktioniert. Und die Frage ist dann immer, wenn das sozusagen für sie luxuriös ist, warum machen sie es dann nicht? Und machen sich dann nicht haftbar, wenn sie es nicht machen, weil die anderen machen es und haben dadurch Vorteile. Deshalb haben wir in Deutschland eine sehr ausführliche Diskussion über diese Frage, gibt es billigenswerte Gesetzesverstöße? Und die Diskussion stellt sich richtigerweise erstens bei der Business Judgment Rule, ist es überhaupt eine unternehmerische Entscheidung, ob ich legal oder illegal enthalte? Die Entscheidung ist aber heute, soweit ich sehe, einhellig, so dass alle sagen, es gibt keine Entscheidungsspielräume dann, wenn ich zwischen legal und illegal entscheiden muss. Die zweite Frage ist dann aber beim Schaden, kann ich sozusagen sagen, ich habe einen Schaden, obwohl ich eigentlich einen Gewinn gemacht habe, der den Schaden kompensiert hat und sogar überschritten hat. Und die wohl überwiegende Auffassung sagt, dann gibt es keine Vorteilsanrechnung, eben um einen erzieherischen Effekt zu erreichen, damit überhaupt eine abschreckende Wirkung besteht. Deshalb keine Verrechnung der Vorteile mit den Nachteilen, sondern die Nachteile bleiben beim Vorstand, die Vorteile bleiben bei der Gesellschaft. Die Gesellschaft profitiert also doppelt. Der Vorstand zahlt demgegenüber das Bußgeld,
einerseits für sich selber und andererseits für die Gesellschaft. Das heißt, dass ich dann aber irgendwie Vorstandsakte auf den Zweck lege, das Ordnungswidrigkeitsrecht durchzusetzen. Ja? Das ja. Die Idee ist, man unterstellt, es gibt eine allgemeine Legalitätspflicht des Vorstandes. Die ist nirgendwo im Gesetz geregelt, aber man sagt sozusagen eine Jedermannspflicht, dass Menschen sich legal verhalten. Und da der Vorstand sozusagen die Geschicke der Aktiengesellschaft leitet, ist er an Recht und Gesetz gebunden und muss dafür sorgen, dass das Ganze eingehalten wird. Das geht dann noch weiter zur Compliance-Pflicht, die wir letzte Woche hatten, dass er nicht nur sozusagen selber sich legal verhalten muss, sondern aktiv dafür sorgen muss, dass alle anderen Leute sich auch legal verhalten auf den unteren Ebenen. Eine kurze Frage, könnte der Vorstand das mit der Gesellschaft vertraglich abbedingen? So, nein. Nein. Kann er nicht, das wäre noch schöner. Ja. Das ist ja 93.4, der genau sagt, Sie können keine Vergleiche schließen und so weiter, machen wir aber gleich. Also Sie sehen, das ist für den Vorstand eine blöde Lage und die vermeidet man nur dann, wenn man sagt, okay, die Option gibt es gar nicht. Weil sonst der Vorstand gezwungen wäre, sich illegal zu verhalten, einfach weil die Konkurrenz es auch machen würde. Das hat eine Sogwirkung, wenn der eine es macht und ich selber nicht mache, dann handle ich im Interesse der Aktionäre und dann kriege ich zwar keine Haftung, aber möglicherweise habe ich dann keine große Karriere vor mir. Die sind also immer der Dumme. Das ist die Business Judgment Rule. Die umstrittene Frage ist, ob es auch eine Legal Judgment Rule gibt. Was ist damit gemeint? Es gibt viele Rechtsfragen in Deutschland, die juristisch ungeklärt sind. Da hat man dann 5 Meinungen, der eine sagt so, der andere sagt so, der andere sagt so, der andere sagt so. Und sie fragen sich, wie wird es ausgehen vor Gericht? Und die Antwort lautet, wir wissen es nicht. Und die spannende Frage ist dann, hat der Vorstand einen Beurteilungsspielraum bezüglich der rechtlichen Folgen einer bestimmten Verhaltensweise? Und ein Teil der Literatur sagt, der muss genauso wie bei der unternehmerischen Entscheidung auch bei der rechtlichen Entscheidung einen Spielraum haben, der im Nachhinein nicht überprüft werden kann. Denn wenn ein Gericht sagt, das Verhalten war illegal oder das war unsinnig, das konnte er im Zweifel vorher auch nicht wissen, wenn es vorher auch nur irgendeinen im Schrifttum gab, der die Gegenansicht vertreten hat. Ja, dann gibt es Frau Puppe, die sagt, das fällt nicht unter den Tatbestand und schon sage ich, woher sollte ich wissen, dass das strafbar ist? Ich habe hier gelesen, bei Puppe ist es straflos. Oder bei Herrn Kindhäuser habe ich das Gegenteil wieder gelesen. Also egal wo, der eine sagt so, der andere sagt so, woher soll ich als Vorstand wissen, was strafbar ist? Und ich habe mir Informationen eingeholt, ich habe das Lehrbuch von Frau Puppe gekauft, das Lehrbuch von Herrn Kindhäuser gekauft, habe die nebeneinander gelegt, habe gesagt, okay, verschiedene Meinungen, nützt mir nichts, ich weiß nicht, was die richtige ist. Frage, kann ich damit meine Haftung vermeiden, dass ich sage, es gab halt verschiedene Ansichten, ich wusste ja nicht, wie es ausgeht. Die Antwort darauf lautet, was meinen Sie, sagt die herrschende Meinung, kann man sagen, war umstritten vorher, wie der BGH sehen wird, konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ja, das ist natürlich schwierig. Wenn man die höchstrichterliche Erklärung hat, dann hat man kein Problem. Aber wir stellen mal, es ist wirklich ein neues Problem. Es geht um irgendwas, keine Ahnung, mit Europarecht, was gerade erst rausgekommen ist. Der EuGH hat noch keine Rechtsprechung gemacht. Sagen wir mal, was kam jetzt mal neu? Neues Reisevertragsrecht. Ab Juli 2018 gilt ein neues Reisevertragsrecht. Wie das ausgelegt wird, bestimmt der EuGH. Aber bis es dem EuGH vorgelegt wird, wird es sicher bis 2023 dauern. Und Sie denken, es gibt viele kleine Regelungslücken, weil da haben Sie einen Aufsatz gelesen und da steht dann so drin, ja, das ist ungeregelt, ich glaube, da kann man sich dann vorbeimolen und sagen, super, das mache ich. Naja, wir müssen ja jetzt nicht in diesem Zeitraum, bis es dann höchstsicherlich eine Entscheidung gibt, können wir die Gesellschaft nicht lahmlegen. Das heißt, wir müssen dem Vorstand ja schon zugestehen, dass er irgendwie handeln, weiter handeln kann. Die Frage ist um die Grundlage, da würde ich vielleicht sagen, dass man, oder dass der Vorstand sich entsprechend im Rechtsrat wieder einholen muss oder wenn er ihn selber hat. Jedenfalls eine zumindest vertretbare Ansicht vertreten muss. Aha. Und danach handeln, dass man ihn dann raus. Ja, jetzt kann ich Ihnen Folgendes sagen, aus langer Erfahrung in meinem Kontakt mit Gesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaften fordern sich Gutachten an. Das ist in der Tat so, die fragen dann, sagen dann, ja, wir hätten gerne ein Gutachten. Jetzt denken Sie mal, die rufen mich an und sagen, ja, wir haben eine schwierige Frage und wir wollen das und das machen. Was ist die Erwartung des Unternehmens bei diesem Gutachten? Ja, natürlich erwartet der Gutachter das schreibt, was die hören möchten. Die Unternehmensgutachten sind immer so, was gesagt wird, ja, ich will Ihnen da nicht vorsagen, also Sie sind da völlig frei in dem, was Sie schreiben, aber
wäre schon nicht schlecht, wenn man das vielleicht mal so bedenken könnte. Das wäre ein bisschen. Und ich kann ja auch sagen, auch die herrschende Meinung ist recht leicht manipulierbar, gerade im Aktienrecht. Es gibt in Deutschland eine überschaubare Zahl an Leuten, die Aktienrecht können. Und diese Leute haben ein zweites Problem, die kennen sich ja untereinander. Und wenn sie jetzt wirklich viel Geld haben würden und sie wollen, dass eine Sache bestimmt vertreten wird, dann müssen sie nur die entsprechende Menge von diesen Leuten ansprechen und sagen, es wäre schön, dass man dazu aufsetzt. Ein total spannendes Thema, total aufregend. Und da stellt sich ja auch ab und zu mal die Frage und überlegen Sie mal, das könnte man ja vielleicht so sehen. Und dann kommen da 10 Aufsätze zu einem Thema, auf einmal, innerhalb von einem Jahr. Und die vertreten alle dasselbe, das ist total komisch. Und dann ist die Frage, ist das die herrschende Meinung? Und dann sagen sie, ich habe nur die herrschende Meinung befolgt, da steht das so drin. Und alle machen das so. Also die Gefahr in der ganzen Sache ist natürlich, diese Gutachten und die ganze herrschende Meinung ist relativ leicht manipulierbar, dann wenn Sie der Auftraggeber sind. Und die Testfrage ist, kann das der Maßstab sein, an dem Sie sich orientieren? Und das zweite Argument, vertretbare Ansicht. Ich kann Ihnen sagen, Frau Puppe hat in ihrem ganzen Leben noch nie was Unvertretbares vertreten. Allein dadurch, dass sie es vertreten hat, wurde es vertretbar. Ja? Sie hat ja oft auch recht, ich will nicht immer Frau Puppe hier als bloßstellen, Frau Puppe hat sehr oft recht, wahrscheinlich hat sie öfter recht als die herrschende Meinung, aber das nützt ihr ja nichts. Wenn Sie die Ansicht von Frau Puppe vertreten, werden Sie vor dem BGH scheitern, das kann ich Ihnen gleich sagen. Dann können Sie doch nicht sagen, es ist vertretbar gewesen, habe ich gelesen. Also die Testfrage ist, wenn das reichen würde, um Fahrlässigkeit auszuschließen und sagen, es gibt jemanden, der das Gegenteil vertritt, kann ich Ihnen sagen, wir hätten in Deutschland niemanden mehr, der auf Schadensanspruch genommen würde. Alle würden sagen, es war ja vertretbar, wir wussten es ja nicht. Es gab noch die Mindermeinung. Der BGA hätte seine Ansicht ja mal ändern können, vernünftigerweise. Die andere Meinung ist auch viel besser und richtiger. Die ganz herrschende Meinung sagt, das ist kein Beurteilungsspielraum, das ist gerichtlich voll überprüfbar, ob es vorhersehbar war. Das Gericht kann also hingehen und sagen, hätte ein vernünftiger Mensch bei Anstrengung seines gesunden Menschenverstandes und Berücksichtigung alle Literatur erkennen können, dass dieses Verhalten möglicherweise Sanktionen nach sich zieht. Schadensersatz, Bußgeld oder ähnliches. Und allein die Erkennbarkeit genügt schon, dass sie in die Haftung kommen. Nicht erforderlich ist, dass es eine Prognosechance gab oder dass die Chance überwiegt oder irgendwas. Es reicht, dass sie die Gefahr erkannt haben. Gefahr erkannt und schon sind sie dran. Und da wir bei einfacher Fahrlässigkeit sind, müssen Sie noch nicht mal aktiv erkannt haben, es reicht auch, erkennen müssen. Damit kein Privileg für Rechtsfragen. Die Ökonomen können immer sagen, wir arbeiten mit unsicheren Tatsachenbasis. Die Juristen maßen sich an zu sagen, es gibt eine richtige Lösung, die mögen wir noch nicht erkannt haben, aber der BGH entscheidet auf jeden Fall richtig. Also wenn es hinterher verurteilt wird, wird das schon stimmen. Das ist keine Unsicherheit, das ist kein Zufall, das ist klare Meinung. Gut, damit zum Thema Durchsetzung von Ansprüchen. Sie sehen, es gibt ein praktisches Problem. Die Gesellschaft hat einen Anspruch, aber gegen den Vorstand. Wenn der Vorstand die Gesellschaft vertritt, wird er sie kaum gegen sich selber vertreten, außer es gibt schon einen neuen Vorstand. Die Lösung des Problems ist natürlich, haben wir schon gelernt, gegenüber den Vorstandsmitgliedern vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft, § 112 Aktiengesetz. Das Ganze wird aber noch verschärft, indem das Gesetz sagt, verzichten auf die Ansprüche darf nur die Hauptversammlung. Und wie verzichtet die Hauptversammlung? Wenn Sie mal 93 Absatz 4 sich angucken, geht das einfach so, dass die heute sagen, nö, nö, wir wollen kein Geld? Was sagen Sie? Ja, erst 3 Jahre nach dem Schadenseintritt kann die Hauptversammlung sagen, wir entlasten den Vorstand. Reicht der Entlastungsbeschluss nach 120 Aktiengesetz? Haben wir schon gehabt. Was sagt der 120 explizit? Genau, 120.2.2, Entlastung bedeutet keinen Verzicht.
Der Verzicht muss also explizit auch als Verzicht tituliert werden. Man muss den Leuten also sagen, wir verzichten hier auf einen Betrag von X. Nur dann geht das. Brutale Sitten. Jetzt steht hier rechts noch D&O-Versicherung, Directors and Officers Versicherung. Frage, was ist das? D&O-Versicherungen, ist das so eine Art Berufshaftpflicht, fragt man sich. Was meinen Sie? Wer versichert sich dagegen was? Das ist nämlich total lächerlich, wenn man sich genau vorstellt. Die Gesellschaft versichert den Vorstand. Das heißt, die Gesellschaft ist der Versicherungsnehmer, nicht etwa der Vorstand. Und die zahlt die Versicherungsprämien. Und wenn der Vorstand Mist baut, zahlt die Versicherung anstelle des Vorstandes. Allerdings zahlt die Versicherung nicht einfach so, sondern was wird die Versicherung natürlich sagen, wie alle guten Versicherungen? Stellen Sie sich vor, Sie haben die Gesellschaft und die sagt, ja, unser Vorstand hat uns gerade 1 Million weggenommen, bitte zahl mal, liebe Versicherung. Was würden Sie tun als Versicherung? Die Ersatzansprüche gegen den Vorstand abtreten lassen? Oder jedenfalls die Entlastung? Das können Sie nicht, weil das sind die Ansprüche, die Sie versichert haben und die lassen sich nicht abtreten. Die entlasten den Vorstand, das ist gerade der Sinn der ganzen Sache. Ja, also das wäre Unsinn. Also bei Vorsatz wäre das anderes, aber im Normalfall geht das halt nicht. Was wird die Versicherung sagen, wenn jemand kommt und sagt, ja, gerade Schaden 1 Million? Was sagen Versicherungen immer, wenn jemand kommt und sagt, wir haben einen hohen Schaden? Haben Sie mal RTL geguckt? Da gibt es auch diese Serie Versicherungsdetektive im Einsatz. Ich als großer Fan von RTL-Serien, ich kenne nicht nur Peter Zwegert, sondern ich kenne auch die Versicherungsdetektive. Was machen Versicherungen, wenn man Geld von ihnen will und es nicht um Peanuts geht? Bei jedem Autounfall. Haben Sie mal einen Autounfall gehabt? Ein Gutachten erstellen, ja. Und wenn die dann das Gefühl haben, das ist zu viel Schaden, was machen die dann? Also den Schaden durch irgendwelche Argumentationen runterzudrücken oder darzustellen, dass sie nicht zahlen müssen. Ja, die Versicherung wird alles tun, um das Geld nicht bezahlen zu dürfen. Das heißt, man zahlt als Gesellschaft der Versicherung Geld dafür, dass die praktisch beweist, dass der Vorstand nicht haftet und man selber kein Geld bekommt. Jetzt überlegen Sie nochmal, ja? Also Sie zahlen eine Versicherung und wenn Sie Geld von der Versicherung wollen, dann sagt die, der Vorstand hat gar nichts damit zu tun, das ist jetzt total unschuldig und der Schaden ist viel zu hoch und wir zahlen das nicht. Und das heißt, Sie verklagen dann den Vorstand. Der Vorstand zahlt aber nicht selber seine Verteidigung, sondern die Verteidigung zahlt die Versicherung. Das heißt, effektiv zahlen Sie dafür, dass der Vorstand sich gegen Ihre Klage verteidigen kann. Und wenn Sie verlieren, zahlen Sie sozusagen auch Ihren eigenen Anwalt. Ja? Dafür zahlen Sie eine D&O-Versicherung. Haben Sie es nachvollzogen? Logisch? Eine tolle Nummer, oder? Wie ist die Situation in der Praxis? Normalerweise bei der Vorstandshaftung kriegen Sie 1-2% von dem, was Sie haben wollen. Das heißt, der Großteil der Versicherungsleistung ist schlicht die Verteidigung des Vorstandes in Rechtsverfahren. Mehr zahlen Sie nicht. Sie kriegen nichts davon. Also es ist nicht so, ob die Versicherung jemals zahlen würde. Das sind D&O-Versicherungen. Gut. Tolle Sache, aber jede Gesellschaft schließt die ab. Sie werden das nicht ohne kriegen. Also Sie werden nie Vorstand, wenn Sie keine Versicherung abschließen, sonst sind Sie doof. Wenn Sie Vorstand einer AG werden und sich nicht versichern lassen, dann sind Sie so doof, dann sollen Sie auch haften. Gut. Wer macht die Ansprüche geltend? Grundsätzlich der Aufsichtsrat, habe ich eben schon gesagt, 113 Aktiengesetz. Ausnahmsweise aber auch einzelne Aktionärsminderheiten nach 148 Aktiengesetz. Das gucken wir uns gleich nochmal näher an. 147 Aktiengesetz ist demgegenüber keine Befugnis der Hauptversammlung einzuklagen, was manche Leute immer so lesen. Da steht drin, die Hauptversammlung kann den Aufsichtsrat zwingen, den Anspruch geltend zu machen. Das heißt, die Hauptversammlung zwingt den Aufsichtsrat, demgegenüber die Aktionärsminderheit kann in eigenem Namen klagen, wenn sie dieses Verfahren erfolgreich durchlaufen hat. Das ist ein bisschen wie eine Privatklage im Strafrecht. Aber da Strafprozessrecht keiner kann, lassen wir das liegen mit dem Vergleich.
Interessant ist auch 93 Absatz 5 Aktiengesetz. Gläubiger können den Anspruch geltend machen im eigenen Namen gegen den Vorstand, wenn das Vermögen der Gesellschaft nicht zu ihrer Befriedigung reicht. Das heißt, der Sinn dahinter ist, die Gläubiger können durchgreifen, dann, wenn der Vorstand sozusagen Geld aus der Kasse genommen hat und es verteilt hat. Der Grund dafür ist, dass der arme Gläubiger ja auch irgendwie geschützt werden soll bei der Kapitalgesellschaft, deshalb hier Direktansprüche. Praktische Relevanz dieser 93-5er Regelung läuft gegen Null, aber ist zumindest mal lustig zu lesen. Versicherung habe ich eben erklärt. Genau, Ara-Garmbeck-Entscheidung. Die Ara-Garmbeck-Entscheidung, das müssen Sie jetzt mal merken, es gibt diese Entscheidung, die heißt Ara-Garmbeck. Und die Ara-Garmbeck-Entscheidung war eine maßgebliche Entscheidung für das deutsche Gesellschaftsrecht. Sie stammt aus dem Jahr 1997 und der BGH hat da entschieden, das ist das Kuriose, dass es eine grundsätzliche Pflicht gibt des Aufsichtsrates, das Handeln des Vorstandes eigenverantwortlich zu prüfen. Eigenverantwortlich heißt, dass Sie sich nicht auf das verlassen dürfen, was der Vorstand Ihnen sagt, sondern selbstständig Informationsquellen erschließen müssen und aktiv werden. Gleichzeitig ist das auch die Entscheidung, wo in Deutschland erstmalig explizit die Business Judgment Rule anerkannt wurde. Da steht nämlich drin, dass der Vorstand einen weiten Handlungsspielraum hat, ohne den ein unternehmerisches Handeln schlechthin nicht denkbar ist. Da hat der BGH das erstmals ausdrücklich erklärt. Dann geht es aber weiter. Der Aufsichtsrat muss nach dieser eigenständigen Beurteilung als nächstes gucken, wenn der Vorstand sich schadensersatzpflichtig gemacht hat, werde ich in der Lage sein, diesen Schaden gerichtlich durchzusetzen. Wenn der Schaden 1 Milliarde Euro beträgt und das Vermögen des Vorstands 100.000, kann ich Ihnen gleich sagen, wird die Risikoprognose sagen, sollten Sie nicht 1 Milliarde einklagen, sondern vielleicht 200.000 oder 300.000, weil vielleicht erbt noch irgendwas, aber mehr als diesen Betrag einzuklagen lohnt sich nicht, weil Ihre Prozesskosten steigen enorm und es rechnet sich nicht, einen Titel zu erwerben, der letztlich wertlos ist. Ja, also Schritt 1, erstmal prüfen, der Vorstand lügt und Sie müssen alles im Detail nachgucken. Schritt 2, wenn es zum Ergebnis kommt, dass er seine Pflichten verletzt, prüfen, wie hoch ist der Erfolg, dass Sie bei Gericht gewinnen und wenn Sie bei Gericht gewinnen, wie hoch ist der Erfolg, dass Ihr Urteil auch was wert ist. Wenn Sie Schritt 1 und Schritt 2 unterlaufen haben, dann sagt der BGH Schritt 3 einfach. Schritt 3 ist nämlich, Sie müssen klagen, zwingend. Sie haben keine Entscheidungsmöglichkeit mehr, wenn Schritt 2 Ihnen gesagt hat, die Erfolgsaussicht ist hoch. Einzige Ausnahme, wenn gewichtige Gründe des Gesellschaftswohls bestehen und diese mindestens gleichwertig sind, wenn nicht gar überwiegen. Ausdrücklich hat der BGH gesagt, dass andere Gründe, insbesondere persönliche Gründe, grundsätzlich keine Rolle spielen. Selbst wenn der Vorstand danach Suizid begeht, ist das nicht das Problem des Aufsichtsrates. Sie kennen Herrn Neubürger, der hat sich umgebracht. Ja? Und das ist ein Problem, was Sie haben als Aufsichtsrat. Sie zerstören Existenzen, weil Sie sagen, die weiße Weste ist weg und ab sofort bist du ein Straftäter. Und das ist eine Entscheidung, die halt Ihnen angelastet wird. Und der BGH sagt, das ist keine Entscheidung, du musst klagen. Wenn du weißt, dass du gewinnen wirst, musst du klagen, außer es gibt gewichtige Gründe des Gesellschaftswohls. Klar? Wichtige Entscheidung, die muss man kennen. Aber ich kann Ihnen jetzt die gute Nachricht sagen, Sie müssen das nicht auswendig lernen, weil der Gesetzgeber hat Jahre später den 148 Aktiengesetz neu geschaffen. Der 148 Aktiengesetz regelt das sogenannte Klagezulassungsverfahren. Das ist die Konstellation, dass der einzelne Aktionär oder Aktionärsgruppe unmittelbar Schadensersatzzahlung an die Gesellschaft vom Vorstand begeht. Und Sie sehen, dafür haben wir ein gewisses Quorum, was auf den ersten Blick recht klein klingt, nämlich den 100. Teil, das heißt 1% des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100.000 Euro. Das führt in Klausuren oft zu Missverständnissen. 100.000 Euro ist nicht der Börsenkurs.
sondern 100.000 Euro ist der Nennbetrag der Aktien. Wenn Sie also eine Aktie haben, die einen Nennbetrag von einem Euro hat, aber für 20 Euro an der Börse gehandelt wird, was nicht selten ist, dann bedeutet ein anteiliger Betrag von 100.000 Euro, dass Sie wie viel Geld ausgeben müssen, um diesen Anteil zu erreichen. Das ist nicht Mathe-Leistungskurs. Wenn eine Aktie einen Nennbetrag von einem Euro hat, der Börsenkurs bei 20 Euro liegt und Sie einen anteiligen Wert von 100.000 haben wollen, wie viel müssen Sie ausgeben? 100.000. Nein. 2 Millionen. Warum müssen Sie 2 Millionen ausgeben? 100.000 Aktien mal 20 Euro. Genau. Sie müssen für jede Einzelaktie von einem Euro 20 Euro ausgeben. Da steht zwar nur 1 Euro drauf, aber Sie zahlen dafür 20 Euro. Das heißt, Sie müssen 2 Millionen Euro ausgeben, um den Betrag zu erreichen. Das heißt, es ist ein ziemlich hoher Betrag. Andererseits 1%, das klingt auch wenig, aber die Aktien haben meistens nicht 100 Aktien, meistens auch nicht 1000 Aktien, sondern die meisten Gesellschaften haben Aktien in den Hunderttausenden bis Millionenbeträgen. Das heißt, 1% ist verdammt viel. Also wer 1% an der Telekom AG hat, der hat so viel Geld, der braucht sich auch keinen Gedanken mehr zu machen. Ja? Also 1% Telekom, danach können Sie sich zur Ruhe setzen. Egal wie schlecht es denen geht, da kann Ihnen nichts mehr passieren. So, also ist ein Riesenquorum. Allerdings sagt das Gesetz, Aktionäre deren Anteile zusammen. Das heißt, Sie müssen das nicht alleine haben. Wenn Sie sich also mit ganz vielen anderen zusammentun, sagen wir mal, es tun sich 1 Million Aktionäre zusammen, dann kommen die vielleicht auf den Betrag und dann können Sie den Vorstand auf Schadenersatz in Anspruch nehmen. Tolle Regelung. Damit ist aber nur der erste Schritt erreicht, denn Sie können dann vor Gericht die Zulassung beantragen, und zwar im eigenen Namen die Ansprüche gegen den Vorstand geltend zu machen. Sie können also sagen, hör mal, der Aufsichtsrat hat keine Lust, wir wollen das im eigenen Namen für die Gesellschaft geltend machen. Das ist schon mal deshalb unattraktiv, weil die Kosten zahlen Sie erstmal für das Verfahren. Das heißt, die Prozesskosten haben Sie schon mal am Hals erstmal. Wenn Sie verlieren, zahlen Sie auch endgültig. Aber gut, Sie können sich ja sicher sein. Dann sagt das Gesetz, müssen die Aktionäre zunächst mal nachweisen, dass sie schon Aktionäre waren, als die Pflichtverletzung begangen worden ist. Das kriegen Sie hin. Ja? Also Sie können nicht sagen, okay, da ist Schweinerei getrieben worden, jetzt kaufe ich Aktien, jetzt verklage ich, sondern Sie müssen vorher schon Aktionär gewesen sein. Das ist die erste Voraussetzung. Aktien erworben im gutgläubigen Zustand. Zweitens müssen Sie den Aufsichtsrat aufgefordert haben, selber Klage zu erheben. Das ist subsidiär. Erst dann, wenn der Aufsichtsrat sagt, ich mache das nicht, erst dann dürfen Sie sozusagen selber aktiv werden. Sie sagen, du hattest 2 Jahre Zeit, du hast 2 Monate Zeit, dann musst du, sonst klagen wir. Dritte Voraussetzung ist, es müssen Tatsachen vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, dass der Gesellschaft durch Unredlichkeit oder grobe Verletzung des Gesetzes oder der Satzung ein Schaden entstanden ist. Das bedeutet nichts anderes ist, als es muss eine Pflichtverletzung vorliegen, die evident ist. Es reicht nicht eine schwierige Pflichtverletzung, es muss eine klare Pflichtverletzung sein. Und jetzt kommt das aus der Aragambeck-Entscheidung. Es dürfen keine überwiegenden Gründe des Gesellschaftswohls entgegenstehen. Ja? Dazu habe ich Ihnen jetzt unseren Fall 2 für heute mitgebracht. Jetzt staunen Sie, unser Fall 2. Der ist dramatisch, ist fast kinoreif. Der V ist eines von 2 einzelvertretungsberechtigten Mitgliedern des Vorstandes der AAG. Geht das so? Der V ist eines von 2 vertretungsberechtigten der AAG. Am 1. August, einen Tag vor seinem Hochzeitstag, ist er knapp bei Kasse. Kurz entschlossen kauft er auf Rechnung der AAG bei X ein Diamantenkollier für 500 Euro. Einen Monat später legt er das Geld wieder in die Kasse. Leider hat zwischendurch auch sein Kollege W. den Fehler der Kasse bemerkt und dies dem Aufsichtsrat angezeigt. Ja, Denunziantenschwein, Pech gehabt. Die 3 Aufsichtsratsmitglieder A, B und C fragen sich, ob sie gegen den Vorstand vorgehen müssen. Letztlich entscheiden sie sich aber dagegen. Aber irgendwie bekommt auch Aktionär W., der mit 1% an der AG beteiligt ist, davon Wind.
Er möchte nun ein Klagezulassungsverfahren nach 148 Aktiengesetz durchführen. Hat dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg? Nein, das ist ein anderer W. Es gibt zwei W. Der eine heißt Wilhelm und der andere heißt Walter. Ja. Das eine ist Herr Waltermann und das andere ist Herr Wilhelm. Die heißen zufällig beide W. Es gibt mehr Menschen auf der Welt, die W heißen. Ja, also das Vorhaben hat Aussicht auf Erfolg, wenn die Voraussetzungen 48 vorliegen. Das ist schon mal gut, ja. Und er ist ja mit 1% als Aktionär beteiligt, das heißt, er erfüllt die Voraussetzungen des Absatz 1. Ja. Vor dem Schaden Aktionär. Ja. Dann muss er den Aufsichtsrat aufgefordert haben, selber zu klagen. Mhm. Nicht gemacht. Kann er auch machen. Und es muss ein Schaden entstanden sein. Ja, ist ein Schaden entstanden? Nein, weil er das Geld zurückgelegt hat. Das Geld wird zurückgelegt. Und jetzt ist eben die Frage, ob überwiegende Gründe des Gesellschafts. Ja, wenn kein Schaden entstanden ist, brauchen wir nicht weiter zu prüfen. Frage, ist da kein Schaden entstanden? Ist das so? Geld rausnehmen, wieder reinlegen geht? Ist immer so okay? Frage mal so. Finden die das okay? Sollen die jetzt, ja, normal, machen die Vorstellung immer so. Mal. Ja, komm, Lunch und... Ja, das ist sehr schön. Für die 500 Euro, da hätten die in dem Monat aber richtig Akquise betreiben können. Da hätten die ja. Aber man muss vorstellen, dass er 500 Euro 50 Millionen rausgenommen hätte und die dann einen Monat später wieder reingelegt hätte. Da hätte man ja gesagt, dass er das im Endeffekt ist, dass er das gleiche, dass die Nutzung geringer sind. Ja, in der Tat, es fallen möglicherweise Zinseinnahmen oder Ähnliches weg. Denn theoretisch hätte er das Geld ja nur als Darlehen nehmen können mit entsprechender Vergütung. Das heißt in der Tat, es gibt irgendwo einen Schaden, der irgendwo sich im Bereich von vielleicht momentaner Zinslage 5 Cent bewegt, 10 Cent, aber es gibt in der Tat einen Schaden. Allein das Rücklegen reicht nicht, um den Schaden sozusagen, der dadurch entstanden ist, dass das Geld aus der Kasse entnommen worden ist und wieder zurückgebracht worden ist, eingetreten ist. Weil Nutzungen dadurch entgangen sind, zwangsläufig, denn man hat halt weniger Geld in der Kasse. Das ist immer schlecht. Frage, sagen wir einen Schaden, haben wir hier auch die grobe Pflichtwidrigkeit und Ähnliches? Würden Sie sagen, das ist grob? Sagen Sie dazu, wonach beurteilen Sie, ob es grob oder nicht grob ist? Kann man vielleicht sagen, dass der Betrag jetzt keine, der Betrag allein ist unerheblich, aber allein die Tatsache, dass Geld aus der Kasse genommen wurde, ist eine grobe Pflichtverletzung. Also das ist ja eigentlich. Warum ist das grob? Das ist untreu, aber sicher, das ist eine Straftat. Straftaten sind immer grob, auch wenn sie kleine Straftaten sind. Straftaten gehen gar nicht. Gut, damit haben wir das auch noch erledigt. Ja, und jetzt? Das Gesellschaftswohl, ja, was sagen Sie zum Gesellschaftswohl? Könnte sein, also erstmal sind wahrscheinlich die Verfahrenskosten noch höher als der Schaden, den er letztlich... Ja, aber die muss die Gesellschaft ja auch zahlen, also... Wenn er gewinnt, zahlt die Gesellschaft ja. Das ist ja das Schöne. Wenn unser Aktionär. Genau, also das ist stimmt, das ist der eine Punkt, aber vor allem ist wahrscheinlich auch wieder hier der Imageverlust größer als der Gewinn, den man jetzt aus dem Euro zieht. Ja, in der Tat, hier ist das Gesellschaftswohl insoweit betroffen, als in dem Moment, wo eine Klage erhoben wird, wird die ganze Nummer an die Öffentlichkeit getragen. Das heißt, jeder Mensch weiß, der Vorstand V hat in die Kasse gegriffen. Das tut dem Vorstand V natürlich weh, aber es kann der Gesellschaft egal sein. Aber natürlich eine Gesellschaft, wo die Vorstände in die Kasse greifen, verliert im Außenverhältnis an Reputation. Das heißt, die verliert an Vertrauen und das kann die Gesellschaft sich nicht leisten. Wenn es um 1,50 Euro geht, den sie hier einklagt, dafür sozusagen in der Presse bloßgestellt zu werden, nach dem Motto, ja, hier, bei der Gesellschaft sowieso bedienen die Vorstände sich offenbar selbst, das ist inakzeptabel.
Das heißt, das ist ein Fall, wo das Gesellschaftswohl sagt, es ist teurer, den Schaden geltend zu machen, als ihn nicht geltend zu machen. Weil der Schaden, der dadurch droht, dass man den Prozess gewinnt, ist höher als der Schaden, der droht, wenn man es einfach geheim hält. Das heißt, hier gibt es ein evidentes Geheimhaltungsinteresse der Gesellschaft. Deshalb gibt es ein überwiegendes Interesse, den Anspruch nicht geltend zu machen. Obwohl es eine Straftat ist. Das heißt, der Beschluss hier nach Absatz 2 wird nicht. Genau. Das bleibt also vertraulich. Fragen dazu? Nicht. Ja, Außenhaftung gibt es im Aktienrecht grundsätzlich nicht. Natürlich kann der Vorstand ausnahmsweise nach CIC-Regeln haften. Sie wissen, in Anspruchnahme besonderen Vertrauens, 311 Absatz 3 Satz 1, kommt aber praktisch bei der Aktiengesellschaft nicht vor, dass der Vorstand sagt, ich bin hier der King und was ich sage gilt. Das mag vorkommen, wenn da irgendjemand wirklich prominent ist und sagt, dafür habe ich meinen guten Namen, mein Name ist hip, Sie kennen mich, das mag sein, aber sonst nicht. 826 natürlich, wenn der Vorstand absichtlich Leute belügt, typischer Fall ist halt Lügen auf dem Kapitalmarkt und sowas, dann haftet er auch. Sie kennen diese Fälle mit IMTV, wo die dann sagen, es läuft super, wir haben Verträge mit allen aus der ganzen Welt geschlossen, wir haben die Bundesliga, wir haben Wimbledon, alles bei uns im Programm, kaufen Sie unsere Aktien und in Wirklichkeit haben Sie nichts außer dem Kickers Bonn, dann ist das halt Pech. Ja, also wer lügt, handelt sittenwidrig, macht das vorsätzlich und haftet dann auf Schadensersatz. Gut. 823.1, auch das ist klar, wenn der Vorstand anfängt, Leute zu verprügeln. Ja, nach dem Motto, es gibt den Konkurrenten K und der Konkurrent K macht Stress, daraufhin geht der Vorstand hin, haut ihm eine rein, darauf liegt er zweimal im Krankenhaus, es gibt keinen Konkurrenten K mehr, dann haftet die Gesellschaft nach 823.1 in Verbindung mit 31 BGB, dafür, dass der Vorstand Leute verprügelt. Aber der Vorstand selber haftet auch nach 823.1 persönlich. Das nützt ihm also nichts, da haften beide nebeneinander. Und 823.2, wobei natürlich der 93 kein Schutzgesetz zugunsten der Gläubiger ist, auch der 93 Absatz 3 ist kein Schutzgesetz zugunsten der Gläubiger, sondern nur zugunsten der Gesellschaft. Das heißt, der Einzelne kann sich nicht darauf berufen, dass der Vorstand seine Pflichten verletzt hat, sondern nur auf was anderes. Das praktisch relevanteste Schutzgesetz ist 15a Absatz 1 Insolvenzordnung. Da steht drin, wenn der Vorstand zu spät einen Insolvenzantrag stellt, dann verletzt er damit eine Pflicht. Und die Insolvenzantragspflicht schützt in der Tat auch die Gläubiger. Und zwar sowohl die Gläubiger, die es schon gibt, die nämlich bei einem rechtzeitigen Insolvenzantrag die Chance gehabt hätten, eine höhere Quote zu erzielen, als auch die Gläubiger, die nach dem Insolvenzantrag noch Gläubiger werden, weil sie nicht wussten, dass Insolvenz vorliegt, weil die hätten den Vertrag gar nicht geschlossen, damit kriegen die das positive Interesse. Schwierig? Nein. Gut, das zum Thema Insolvenzverschleppung. Dann kommen wir zum Aufsichtsrat. Beim Thema Aufsichtsrat habe ich für Sie vorbereitet 4 Unterpunkte. Die Aufgaben des Aufsichtsrates, die Organisation des Aufsichtsrates, die Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder und die Mitbestimmung. Wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, sind das dieselben Punkte, die wir auch schon beim Vorstand gemacht haben. Das heißt, ich kann mich im Grundsatz hier kurz fassen. Was macht ein Aufsichtsrat? Ganz einfach, er beaufsichtigt. Und das bedeutet 2 Dinge. Er guckt einmal in die Vergangenheit und prüft, ob im letzten Jahr alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das ist die Kontrolltätigkeit. Er guckt aber auch in die Zukunft und soll verhindern, dass der Vorstand fürs nächste Jahr durch Fehlplanungen Mist baut. Der Aufsichtsrat ist kein rechtliches Prüfungsorgan, sondern auch ein Zweckmäßigkeitsprüfungsorgan. Das heißt, er guckt sich auch an, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, was der Vorstand macht. Das heißt, der Aufsichtsrat muss auch inhaltlich sich mit der Unternehmensführung auseinandersetzen. Er kann zwar selber die Entscheidung nicht treffen, aber er kann davor warnen und die Entscheidung notfalls auch verhindern. Wie sieht das Ganze praktisch aus?
Als Eingangssignale haben wir einerseits Berichtspflichten des Vorstands an den Aufsichtsrat, andererseits individuelle Auskunftsrechte der Aufsichtsrats oder des Aufsichtsrats als Kollegialorgan und wir haben ein Vetorecht im Rahmen von Zustimmungsvorbehalten. Und die sollen alle dazu dienen, dass der Vorstand keine Sachen macht, von denen der Aufsichtsrat nichts erfährt. Wenn der Aufsichtsrat mit dem Verhalten des Vorstandes unzufrieden ist, kann er Schadensansprüche geltend machen und er kann das verpetzen bei der Hauptversammlung, indem er nach 111 Absatz 3 eine außerordentliche Hauptversammlung einberuft, wo dann über den Vorstand gelästert werden kann und dem Vorstand im Zweifel sein Misstrauen ausgesprochen werden kann, damit er den Vorstand dann im zweiten Schritt abberufen kann. Der Aufsichtsrat kann nämlich sagen, du gefällst uns nicht, du fliegst raus. Und der kann nicht nur die Peitsche auspacken, sondern auch das Zuckerbrot. Er kann nämlich auch sagen, ich gebe dir mehr Geld, wenn du das so machst, wie wir es gerne haben möchten. Ja? Also der Aufsichtsrat kann reagieren, indem er dem Vorstand Anreize positiver Art setzt und sagt, du kriegst eine Gewinnbeteiligung. Er kann ihm aber auch negative Anreize setzen, indem er sagt, mach das so und du wirst auf Schadensersatz verklagt. So ist das einfache System des deutschen Aufsichtsrats. Trotzdem gibt es diese tolle Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Hundehütte und einem Aufsichtsrat? Ha, ha, ha. Ja? Jetzt fragen Sie sich, was ist der Witz dieses Witzes? Ja? Wer kann sich den Witz denken? Keiner. Ah, nicht kreativ. Der Witz ist, die Hundehütte ist für den Hund. Der Aufsichtsrat ist für die Katz. Na, ein Brüller, oder? Den hat sich Herr Abt ausgedacht. Dieser Mensch war immerhin seiner Zeit in über 30 Aufsichtsräten beteiligt gleichzeitig, davon in 20 als Vorsitzender, war also quasi zur damaligen Zeit in den 60er Jahren einer der Führenden der deutschen Wirtschaft, einfach deshalb, weil er überall saß. Und dieser Mann hat aus eigener Erfahrung berichtet, nett, kann man Zigarre rauchen, aber sonst tun wir halt nichts. Ja, um zurück zur Sache zu kommen, der Aufsichtsrat kriegt Berichte vom Vorstand. Und wenn Sie sich 90 Aktiengesetz angucken, sagt er in Absatz 1, Sie kriegen zu 4 wesentlichen Punkten Berichte und die werden von Nummer 1 bis Nummer 3, von 1 bis 3 periodisch gemacht. Dazu gehört nämlich der Bericht über den aktuellen Stand des Unternehmens. Und Nummer 4 ist anlassbezogen. Wenn es um wichtige Geschäfte geht, ist sofort nach dem Geschäft mitzuteilen. Das ist ein bisschen wie die Mitteilungspflichten auf dem Kapitalmarkt, wo Sie auch Quartalsberichte haben und Ad-hoc-Mitteilungen. Aber der Aufsichtsrat kriegt die Sache natürlich viel früher, weil der ist ja intern und damit haben Sie kein entgegenstehendes Geheimhaltungsinteresse. 90 Absatz 3 sagt aber, der Vorstand muss auch über alle anderen wichtigen Sachen berichtigen, wenn der Aufsichtsrat das gerne hätte. Das heißt, der Vorstand ist die ganze Zeit nur am Reporten, so wie sich das gehört. Außerdem kann der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit Einsicht in die Bücher und Schriften sowie Vermögensgegenstände machen. Der kann also hingehen und sich mal die Bilanz angucken. Der kann sich auch hingucken und sich die gesamte Buchführung angucken. Der kann auch hingehen und sich das Inventar angucken. Und dann kann er hingehen in die Fabrikhalle und die Schrauben zählen, wenn er Spaß dran hat. Das sind die Vermögensgegenstände. Eine Schraube, zwei Schrauben, drei Schrauben, vier Schrauben. Und wie gesagt, der Aufsichtsrat meint hier immer das gesamte Gremium. Das heißt, die laufen mindestens zu dritt dann so rum, wie siamesische Zwillinge, und gucken sich das alles an. Da das in der Praxis sehr umständlich wäre, sieht 111 Absatz 2 Satz 2 vor, dass man das auf einzelne Mitglieder delegieren kann. Dann sagt man, geh mal gucken, wir bleiben hier sitzen und trinken währenddessen Tee und du kommst wieder und sagst, ob alles in Ordnung ist. Außerdem kann der Aufsichtsrat sachverständige Dritte einschalten. Allerdings heißt das nicht, dass er sagen kann, wir haben eh alle keine Ahnung, soll mal ein Anwalt kommen, sich das angucken, sondern man darf die sachverständigen Dritte nur für konkrete Fragen einschalten und sagen, guck mal, ob das und das so und so ist. Man kann nicht sagen, guck mal, ob alles ordentlich läuft und dann setzt unseren Namen drunter. Der Aufsichtsrat hat selber die Pflicht, selbst zu prüfen. Er kann das nicht delegieren und sagen, das soll der Anwalt machen oder der Wirtschaftsprüfer. Der Aufsichtsrat prüft selbst.
Außerdem wird aus 109 Absatz 1 Satz 2 gesagt, dass der Aufsichtsrat jeden einzelnen Mitarbeiter bis zum Pförtner befragen kann. Das verwundert etwas, wenn Sie den 109 Absatz 1 Satz 2 lesen. Da steht was von Sachverständigen und, was steht da noch? Und Auskunftspersonen. Die unstreitige Meinung sagt, das umfasst jeden Mitarbeiter. Auskunftsperson ist jeder, der da rumläuft, auch der Pförtner, damit der Aufsichtsrat selber ein Bild verschaffen kann. Er muss nicht auf das Wort des Vorstandes vertrauen, er darf es auch nicht. Der Aufsichtsrat hat die Pflicht, das selber alles zu überprüfen. Blindes Vertrauen an den Vorstand geht gar nicht. Damit hat der Aufsichtsrat im Idealfall alle Informationen, die er so benötigt. Um den Vorstand noch ein bisschen mehr an die Kandare zu nehmen, sieht 111 Absatz 4 vor, dass zwingend Zustimmungsvorbehalte vorzusehen sind. Zustimmungsvorbehalte bedeuten, dass der Vorstand bestimmte Entscheidungen nicht treffen darf, ohne dass er vorher den Aufsichtsrat gefragt hat. Also erst Aufsichtsrat fragen, dann Entscheidung treffen. Wenn der Aufsichtsrat sagt, das wollen wir nicht, dann kann der Vorstand sagen, dann machen wir hier eine Volksabstimmung und fragen die Hauptversammlung. Und die Hauptversammlung kann den Aufsichtsrat mit 3/4 Mehrheit überstimmen. Jetzt mal so Ihre Prognose. Meinen Sie, das passiert oft, dass der Vorstand sagt, wenn du uns das verbietest, dann fragen wir die Hauptversammlung, dann schauen wir mal, wir haben Recht und du hast keine Ahnung. Meinen Sie, das kommt oft vor? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Der Aufsichtsrat vertritt ja die Aktionäre. Ist ja, und ich denke mal, dass die Hauptversammlung besteht aus den Aktionären und die werden dem Aufsichtsrat vertrauen. Das wäre eine nette Überlegung. Ist das wirklich so, dass im Aufsichtsrat so die Aktionäre sitzen, die in der Hauptversammlung auch was zu sagen haben? Ja, das wäre nett, aber was haben wir gelernt über den Vorstand? Wird man jetzt einfach wieder los? Nee, wie wird man ihn wieder los? Was muss man machen, damit man ihn los wird? Dafür braucht man einen wichtigen Grund, den kriegt man nicht so einfach. Das ist das Problem. Den wird man nicht so schnell wieder los, er wird meistens für 5 Jahre da sitzen und dann haben sie ihn für 5 Jahre da sitzen. Sie haben es vielleicht mitgekriegt, es gab einen Chef eines großen deutschen Privatfernsehkonzerns, der gesagt hat, unsere Kunden sind ein wenig faul, ein wenig fett, vielleicht auch ein bisschen dumm und diese Kundenschaft fällt nie weg. Ja, hat er bei einer Analystenkonferenz gesagt und raten Sie, was der jetzt gemacht hat, was macht er heute, ist er immer noch Vorstand? Raten Sie mal, ist er immer noch Vorstand? Ja, das müssen Sie ja wissen, Sie lesen doch Tagespresse. Darf man sagen, unsere Zuschauer sind ein bisschen fett, ein bisschen faul, liegen auf der Couch und ein bisschen dumm sind sie auch noch. Und diese Leute werden nie im Internet Netflix gucken, sondern die bleiben uns. Auch in 50 Jahren noch, wenn man keine Sorgen macht, läuft schon. Darf man das? Ist es verboten in Deutschland sowas zu sagen? Das ist strafbar. Man muss heute aufpassen. Ich schätze mal, dass diese Aussage die Reputation der Gesellschaft in der Öffentlichkeit so einfach gewürdigt hat, dass man gesagt hat, hier liegt ein außerordentlicher Grund vor, diese Person aus dem Vorstand zu entfernen. Würde ich wäre nett, aber ist das so? Das ist der Vorstand von ProSieben-Sat.1. Wir sagen, deren Publikum, oder die Aussage stimmt doch. Ist er noch im Amt? Eine einvernehmliche Einigung zwischen Aufsichtsrat und ihm bedingt, dass der Herr im Februar 2018 verlässt. Ja, man hat sich geeinigt. Der Grund ist, es ist kein wichtiger Grund, wenn solche Sprüche bringen. Es ist aber ein Grund dafür, dass sie hinterher einen Vergleich schließen und sagen, okay, gegen Abfindung gehe ich wieder. Das ist kein Problem. Also es gibt da also eine gewisse Taktik, wenn sie sozusagen keine Lust mehr haben, dann lassen sie es mal so ein bisschen den Spruch fallen und dann bleiben sie natürlich noch im Amt, man kann sie nicht rausschmeißen, aber man will sie vielleicht gehen lassen und
dann kann man was aushandeln. Also, müssen geschickt machen. Lernen Sie was draus für Ihr Leben. So, also das geht nicht. Also das Problem ist, die werden den Vorstand nicht los. Aber warum macht der Vorstand das nicht? Es gibt einen viel einfacheren Grund. Das ist nicht die Mehrheit in der Hauptversammlung, die das Problem ist. Was macht dem Vorstand eher Sorgen? Sie haben jetzt eine Entscheidung. Sagen, wir wollen, das können Sie auch machen, wir wollen umsteigen auf irgendwas Tolles. Ja, natürlich, das ist ein Höllenaufwand. Wissen Sie, wie lange es dauert, eine Hauptversammlung einzuberufen? Die müssen erstmal mindestens einen Monat vorher einberufen. Dann geht das in den Bundesrat. Dann müssen Sie erstmal einen Raum finden. Dann sagen Sie, okay, wir mieten hier in Bonn irgendwie, was können Sie anmieten? Das Juridikum, das reicht auch nicht. Wir machen so einen großen Raum, wo Sie ganze Aktionäre unterbringen können. Das ist ein Schweinegeld. Und dann sagen Sie, okay, dann wissen wir in einem Monat vielleicht Näheres, aber bis dahin ist die Sache auch tot. Wir leben in einer schnellatmigen Geschäftswelt, das ist viel zu lang, das können Sie vergessen. Es gibt, soweit ich gesehen habe, nie einen Fall, wo das eine Rolle gespielt hat. Das bei kleinen Aktiengesellschaften nicht. Ja, die Entscheidung über Zustimmungsvorbehalte muss durch den Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit erfolgen. Das kann man nicht delegieren und sagen, du entscheidest oder entscheidet ein Ausschuss. Das müssen alle Aufsichtsratsmitglieder gemeinschaftlich entscheiden. Das ist also eine wichtige Pflicht. Der Corporate Governance Codex versucht das zu konkretisieren, indem er sagt, es muss getroffen werden und das sind alle Maßnahmen und Entscheidungen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage grundlegend verändern. Das ist so unbestimmt, dass es Ihnen auch nichts nützt. Deshalb in der Praxis hat man dafür Checklisten. Ich habe Ihnen mal hier von der Hans-Böckler-Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung, Sie wissen, die vertritt die Interessen der Arbeitnehmer, aufgelistet, was die so vorschlagen. Eine kommentierte Checkliste. Da steht zum Beispiel, das ist wahrscheinlich so unscharf, dass keiner lesen kann, ups. Kann man das lesen? Ja. Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik. Einzelgeschäfte von besonderer Bedeutung, insbesondere Erweiterung oder Einschränkung des Produktions- und Dienstleistungsprogramms, Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Geschäftszweige oder Forschungsaufgaben. Also Sie sehen, das wird dann alles so einfach da reingeschrieben und Sie haben dann den kompletten Katalog und dann muss der Vorstand bei jeder Entscheidung, die er trifft, gucken, ist das einer der Punkte und wenn ja, muss er vorher den Aufsichtsrat fragen. Ja? Klar das System? Und jetzt wird es langsam spannender. Jetzt kommt nämlich unser Fall. Unser Fall, genau, unser Fall. Der Aufsichtsrat der AG, Grundkapital 10 Millionen, derzeitiges Eigenkapital 90 Millionen, davon 50 Millionen Euro Bankguthaben, hat beschlossen, dass der Vorstand Geschäfte über 1 Million Euro nur mit Zustimmung durchführen darf. V, das einzige Vorsitzende der AG, sieht eine Chance. Er erwirbt das junge Technologie-Startup X GmbH für 2 Millionen Euro. Da auch ein Angebot des Konkurrenten K vorliegt, muss er schnell agieren. Er verzichtet daher auf eine vorherige Anfrage im Aufsichtsrat und unterzeichnet sofort ein Memorandum of Understanding, MOU, was immer es auch heißen mag. Der Aufsichtsrat erfährt davon und will den Abschluss des notariellen Kaufvertrages verhindern. Er hat jedoch Sorge, dass hierdurch gegebenenfalls Schadensansprüche gegen die AG entstehen könnten. Jetzt sagen Sie, wie ist die Rechtslage? Hä? Allein die Fragestellung ist schon verwirrend. Wie ist die Rechtslage? Hat selbst wenn es hier um eine wirksame Beschränkung handelt nach 111 Absatz 4 Satz 2.
Ja, also in der Tat, erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ist dieses MOU überhaupt irgendwie unwirksam? Die Antwort darauf gibt uns Paragraph 82 Aktiengesetz, der sagt nämlich was? Relativ klar. Ja, nach außen unbeschränkt. Also selbst wenn es einen Schutzvorbehalt gäbe, würde hier nicht eingreifen, ist also kein Problem. Frage, mal rein jetzt allgemein, was würde denn passieren, wenn der Vorstand die Aktien nicht kauft, also die GmbH nicht kauft? Ist das schlecht, ist das gut, ist das egal? Welchen Wert hat denn dieses MOU überhaupt? Was ist der Sinn des Ganzen? Warum macht man sowas? Was würden Sie sagen, so jetzt hier als großer Unternehmensberater? Ja, das steht natürlich nur die Startup, also nehmen wir an, dass diese GmbH noch relativ klein in den Anfängen steckt, mit sag ich mal, relativ wenig Kapital, das man in diese Firma hineinnimmt, kann man am Ende eine Firma hochziehen, eine sehr wertvolle Firma ausmachen. Das heißt, das eingesetzte Kapital verdoppelt. Ja, und? Ja. Was hat das jetzt damit zu tun, dass der Vorstand irgendwas unterschrieben hat? Warum hat er das denn gemacht? Was hat er denn davon? Der hat erstmal. Hat er jetzt Anteile erworben? Hat er irgendwie Geld gegeben? Hat er irgendwas getan? Das ist eine Art Vorvertrag. Das ist eine Art Vorvertrag, ja. Ja, was passiert, wenn man den nicht erfüllt, den Vorvertrag? Habe ich einen Anspruch aus dem Vorvertrag auf Kauf der GmbH Geschäftsanteile? Kann man sagen, jetzt klage ich darauf, dass du meine Anteile kaufst? Geht das? Genau, man würde das notarielle Beurkundungserfordernis in der GmbH übergehen, das kann also nicht sein, also das ist ein reiner Vorvertrag. Was ist die Rechtsfolge, wenn man es nicht erfüllt? Ja, ganz klarer Fall, Schadensersatz aus 280.1, 311.2, Nummer 1 in Verbindung mit 42.2, wenn man sozusagen Vertragsverhandlungen einfach grundlos abbricht, das geht nicht, dann haftet man auf Schadensersatz. Wer würde auf Schadensersatz haften? Die AG, weil die hat dieses blöde Ding unterschrieben, damit haftet die AG. Frage, kann die AG sich das Geld vom Vorstand wiederholen? Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Hat er dagegen verstoßen? Das ist unsere Frage. Ja, jetzt müssen wir erstmal sagen, war diese Beschränkung wirksam? Kann man sagen, Geschäfte über 1 Million darfst du nicht abschließen ohne Zustimmung des Aufsichtsrats? Oder ist das ein Eingriff in die Geschäftsführungs- und Leitungsbefugnis des Vorstandes, die ihm seine Leitungsposition oder seine Unabhängigkeit nach 76 streitig macht? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wird er dadurch handlungsunfähig? Oder wird er dadurch abhängig, dass er sozusagen nicht mehr selber entscheiden kann, sondern sozusagen nur noch eine Marionette ist. Der Fall ist toll, oder? Super Fall. Haben wir viel Mühe gemacht, diesen Fall mir auszudenken. Hm? Ist der Vorstand hier in seiner Organfunktion gefährdet? Oder ist das noch gerechtfertigt durch die Aufsichtspflicht des Aufsichtsrates? Bei 1 Euro wäre es klar, wenn man sagt, jedes Geschäft über einen Betrag von 1 Euro muss durch den Aufsichtsrat vorher genehmigt werden, kann ich Ihnen gleich sagen, das geht nicht, weil dann hat der Vorstand keine eigenen Entscheidungsspielräume mehr. Frage, 1 Million, ist das eine Grenze, die okay ist? Wir haben hier ein atypisches Geschäft. Geschäfte über 1 Million sind offenbar hier auch nicht so die typischen Sachen, die da täglich abgewickelt werden. Atypische Geschäfte können immer von einer Zustimmung abhängig gemacht werden. Frage, ist dieses Memorandum of Understanding denn schon ein
Geschäft über 1 Million oder ist das ein bloßer Vorvertrag, der überhaupt noch kein Geschäft ist? Ha! Jetzt kommt der Test. Er hat sozusagen nur eine Option sich gesichert. Er hat aber gar keine Million ausgegeben, er hat aber keinen Cent geflossen. Ja, aber in Höhe von 1 Million? Ja, wie, wenn man als Testfrage, was für einen Schaden müsste er denn hier ersetzen? So, ist hier so BGBA, Schuldrecht AT-mäßig. Nur den Vertrauensschaden. Das wäre in dem Fall was wohl? Was wäre das Einzige, was denkbar wäre? Worum kann das Vertrauen bestehen? Was hätten die gemacht, wenn er es nicht gemacht hätte? Anderen Käufer gesucht. Das heißt, im Grunde maximal das, was der andere Käufer mehr gezahlt hätte, wenn er von vornherein Vertragspartner geworden wäre, das wird keine Million sein. Das heißt, Frage, fällt das da drunter? Was sagen Sie? Der Vorvertrag, der maximal auf den Vertrauensschaden die Haftung begründet, ist das schon sozusagen hinreichend, um unter diese Klausel zu fallen, oder ist das nicht? Wir können die Frage auch anders formulieren. Würden Sie solche Vorbehalte eher weit oder eher eng auslegen, um die Frage abstrakt zu formulieren? Eine 50-50-Chance. Eher weit und sagen, es soll möglichst viel von der Zustimmung abhängig sein, oder eher eng, es soll möglichst wenig von der Zustimmung abhängig sein. Eine 50-50-Frage. Weit oder eng? Eng. Warum? Okay, der Kollege sagt eher eng. Die Antwort lautet eher weit, weil es eben eine präventive Wirkung haben soll. Das heißt, es soll verhindern, dass der Vorstand ungewöhnliche Geschäfte führt. Das heißt, im Zweifel eher weit. Und solche Vorgeschäfte wären erfasst, weil sie eben genau die Gefahr schon realisieren, dass die Gesellschaft sich in einer Zwangslage fühlt und das Geschäft deshalb abschließt. Und diese Zwangssituation soll entschärft werden, eben durch den Zustimmungsvorbehalt. Das heißt, zusammengefasst, erstens, das Memorandum of Understanding ist wirksam, es verpflichtet aber noch nicht zum Erwerb der GmbH, aber es verpflichtet zum Schadensersatz nach 280.1, 311.2, 241.2, aber im Innenverhältnis haftet der Vorstand nach 93.2 in Verbindung mit 93.1, weil er den Zustimmungsvorbehalt nicht beachtet hat. Dieser ist zum ersten wirksam und zum zweiten erfasst er auch diesen Vorvertrag, obwohl er selber noch nicht zur Verpflichtung führt, weil auch diese Verpflichtung einen Zwang der Gesellschaft auflösen kann und damit die Umgehung der entsprechenden Zustimmungsvorbehalte bedeuten würde. Ergebnis: Vorstand haftet auf CIT-Schaden und die Sache ist erledigt. Fragen dazu? Anspruchsgrundlage ist gegen den Vorstand 93.2 und gegen die Gesellschaft 280.1 in Verbindung mit 311.2 in Verbindung mit 2.